Herr Warwick. Warwick, Nachdenkseiten. Herr Lauterbach, Sie hatten jetzt in Ihrem Eingangsstatement relativ scharfe Kritik an den Fallpauschalen formuliert. Das klang jetzt so, als hätten Sie da gar keine Rolle gespielt. Das Gegenteil ist ja der Fall gewesen Anfang der Nullerjahre. Da würde mich nur interessieren, bedauern Sie denn in der Rückschau Ihren damaligen Einsatz für die Fallpauschalen? Zunächst, die Fallpauschalen sind damals nicht so eingeführt worden, wie ich das damals schon vorgeschlagen hatte. Ich hatte damals schon vorgeschlagen, dass die Fallpauschalen nicht für die Universitätskliniken eingeführt werden sollten, weil sie Spezialkliniken und den Unikliniken nachweislich schaden. Das war damals schon meine Position. Dazu hatte ich auch gutachterlich gearbeitet. Das können Sie nachvollziehen, wenn Sie möchten. Somit die Einführung der Fallpauschalen ist in der Art und Weise, wie damals geschehen, nicht mein Vorschlag gewesen. Trotzdem war ich damals mit beteiligt, weil damals hatten wir ein anderes Problem. Da hatten wir also viel zu lange Liegezeiten. Und damals wurde das Geld gemacht, indem die Patienten unnötigerweise lange lagen. Das Problem ist aber schon seit vielen Jahren gelöst. Und daher hätten die Fallpauschalen weiterentwickelt werden sollen. Sie haben sich aber mittlerweile in Deutschland so stark verselbstständigt und sind so dominierend bei der Anreizstruktur, dass jetzt nur noch eine Überwindung also des Systems sinnvoll ist. Und das System, was wir jetzt machen mit den Vorhaltepauschalen, ist ein ganz klar besseres System, weil es die Daseinsfürsorge und die Endökonomisierung bei gleichzeitig verbesserter Qualität umsetzt. Noch Zusatz? Zumindest nach meinem Wissensstand haben bei dem jetzt vorliegenden Reformvorschlag oder der Krankenhausreform auch zahlreiche Gesundheitsökonomen aus dem Orbit der Bertelsmann-Stiftung mitgeschrieben. Könnten Sie das vielleicht ein bisschen stärker quantifizieren? Wie viel Prozent Bertelsmann-Stiftung steckt in dieser Reform? Es gibt also keinerlei Bezug der Reform zur Bertelsmann-Stiftung. Also ich habe mit Mitgliedern der Bertelsmann-Stiftung oder was auch immer damit kenne ich mich noch nicht einmal aus. Und ob einzelne Mitglieder unserer Regierungskommission Krankenhaus mal auch für die Bertelsmann-Stiftung gearbeitet haben, mag sein. Das gesamte Konzept hat im Prinzip die Expertenkommission in Form eines Vorschlags entwickelt. Den haben wir dann aber sehr stark weiterentwickelt. Das ist jetzt ein Produkt im Prinzip des Bundesgesundheitsministeriums. Frau Kollegin.